Freunde sportlicher C-Klasse-Modelle, endlich ist es soweit. AMG durfte Hand anlegen an den W206. Ja, wir starten mit dem C43 und das ist natürlich bekanntermaßen das Einstiegsmodell. Etwas potentere Modelle werden noch folgen. Aber wir wollen uns erstmal hier drauf konzentrieren und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen auf einen kleinen Rundgang um dieses Fahrzeug herum. Möchte euch zeigen, was sich hier getan hat im Vergleich vor allem zum Vorgänger und worauf man sich vielleicht in Zukunft auch noch mal freuen könnte, weil hier, sage ich mal, sieht man schon, in welche Richtung das Ganze bei AMG und bei der C-Klasse läuft. Von daher, ich rede schon jetzt viel zu viel. Erstmal ein paar Bilder für euch. Ich schaue euch das Auto erstmal in Ruhe an und dann gehen wir zusammen rum. Los geht's. Wir starten selbstverständlich an der Front, wie soll es auch anders sein? Und hier sieht man schon, da hat sich im Vergleich zum Vorgänger einiges getan. Denn AMG spendiert hier der C-Klasse beim C43 jetzt einen richtigen AMG-Kühlergrill. Vertikale Streben, deutlich aggressiveres Auftreten und sie nennen es jetzt nicht so, aber ich sage jetzt einfach auch mal dazu, hier endlich auch mit Panamericana-Grill. Der Vorgänger hatte ja hier nur diese horizontale Strebe hier drin. Ansonsten die Schürze natürlich AMG-Line, das kennen wir auch schon so von der normalen C-Klasse und das war auch schon beim C43 eigentlich immer so, dass da wirklich, jetzt sage ich mal, keine besonderen Schürzen extra dazugekommen sind, sondern einfach auf dem AMG-Line-Paket aufgebaut wurde. Zu den Scheinwerfern natürlich immer LED, optional Digital Light. An der Seite fallen natürlich sofort die optionalen 20 Zoll Felgen auf. In der Basis geht es beim C43 los mit 18 Zoll Felgen. Optional kommen wir aber hier zu diesen spezifischen 20 Zoll Felgen. Die erinnern schon sehr an die AMG-Line, sind aber wirklich eigenständige AMG-Felgen. Ihr seht schon, hier ist nicht bloß ein so ein Kranz drin, sondern es ist wirklich so ein dreigeteilter Kranz. Finde ich eine sehr schicke Angelegenheit. Natürlich haben die auch eine Funktion. Die sind nicht nur da, damit das Fahrzeug rollen und fahren kann. Nein, die beherbergen natürlich auch eine Bremsanlage. Hier natürlich AMG-spezifisch eine 4-Kolben-Bremsanlage an der Vorderachse mit 370er Scheiben. An der Hinterachse sind es 320er Scheiben. Und wenn wir uns den Wagen optisch weiter anschauen, fällt natürlich auf, dass wir hier geschwärzte Elemente haben. Wir haben hier das Night-Paket verbaut, heißt, wir haben geschwärzte Spiegelkappen beispielsweise oder auch geschwärzte Türleisten. Und im Grunde kann man sagen, dass Chromelemente hier einfach in Schwarz ausgeführt sind. Aber leider nicht alle Chromelemente und das verstehe ich nicht ganz, denn durch die Keyless Go Option haben wir diese verchromten Türgriffe hier weiterhin beim C43. Und da ist es bei mir tatsächlich so eine Sache, die ich nicht so ganz kapiere, denn ich sage schon, ich habe eine Option, dass ich Chrom loswerde am Fahrzeug und biete aber dann nicht an, alles Chrom loszuwerden. Ah. Vielleicht gibt es da noch mal in Zukunft eine andere Optionsmöglichkeit. So wie es jetzt gerade ist, muss ich sagen, schwarz, schwarz, chrom, ah, irgendwie ist da das nicht ganz so stimmig, ehrlich gesagt. Wenn wir zur Heckpartie des Fahrzeugs kommen, müssen wir natürlich auch über die Hinterachse reden, denn dort haben wir beim C43 serienmäßig die Hinterachslenkung verbaut. Bei der normalen C-Klasse eine Option, hier immer mit dabei, lenkt aber weiterhin mit 2,5 Grad mit, da hat sich also nichts zum Standardmodell verändert. Wenn wir uns die Heckpartie anschauen, fällt natürlich auf, klar, hier geht es etwas potenter zu als vielleicht in bisherigen C-Klassen der neuen Generation. Und es liegt natürlich daran, wir haben hier natürlich mehr Leistung und wir haben hier unten diese vierflutige Auspuffanlage. Das sind, also eigentlich ist es eine zweiflutige Auspuffanlage mit vier Endrohrblenden. Hier geschwärzt, wir sind im Night-Paket, habe ich ja schon mal erwähnt. Normalerweise sind die hier verchromt. In der Mitte ein sehr, sehr ausdrucksstarker Diffusor, finde ich, ja, hat sich schon ein bisschen was getan zum Vorgängermodell. Das war bislang etwas dezenter, sieht hier schon relativ maskulin aus. Und hier an der Heckklappe sehen wir, wir haben hier eine Abrisskante, die ist in der Basis immer in Wagenfarbe, gibt aber auch eine etwas größere Option, die dann geschwärzt ist. Turbo Electrified, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ja, dass wir beim Herzstück des C43 angekommen sind und zwar dem neuen 2 Liter Vierzylinder. Ihr habt richtig gehört, es wird hier keinen V6 mehr geben. Das passt allgemein zur Philosophie bei der C-Klasse, wo ja wirklich im Grunde nur noch Vierzylindermotoren ihren Einsatz finden.
408 PS leistet der Motor alleine. Dazu kommen noch mal 14 extra PS, die durch einen Riemenstartergenerator erzeugt werden. Heißt, wir haben hier ein Mildhybrid-System, 48 Volt Bordnetz und dadurch eben auch die Möglichkeit zu segeln und eben auch diesen kleinen Boost dazu zu geben. Der Motor selbst ist ein alter Bekannter, das ist der M139, den kennen wir auch schon aus dem A45. Der wurde hier aber eben um dieses Mildhybrid-Bordnetz erweitert und bekommt erstmals den neuen AMG Elektro-Turbolader. Das ist ja was anderes als ein elektrischer Verdichter, das kennt man vielleicht von anderen Modellen. Da gibt es quasi einen kleinen Turbolader, der noch zwischengeschalten ist, der dann rein elektrisch angetrieben wird. Hier haben wir einen klassischen Abgasturbolader, der auf der Laderwelle nochmal einen eigenen Elektromotor bekommt. Heißt, das ist ein normaler Turbolader, aber der kann eben auch durch das 48 Volt Bordnetz eigenständig betrieben werden. Heißt, wenn eben noch nicht genügend Abgasdruck da ist, dann kann man rein theoretisch auch diesen Motor bzw. diesen Motor auf der Welle des Turboladers ansteuern und dann dreht der Turbolader schon mal hoch. Heißt, das Turboloch soll auf jeden Fall geschlossen werden und wir haben hier ein deutlich besseres Ansprechverhalten, als wir das sonst gewohnt sind. Wie ich finde, sehr, sehr interessanter Ansatz, kommt aus der Formel 1. Von daher finde ich es sehr cool, wenn sowas auch dann in die Serie kommt. Natürlich, ihr seht es hier auch schon, wir haben hier eine Plakette draufkleben. Das heißt, wir haben erstmals bei einem C43-Modell auch wirklich einen Motor, der von einem einzigen Mechaniker zusammengebaut wurde. Das Prinzip kennt man von Mercedes-AMG. One Man, One Engine, heißt ein Mechaniker baut den kompletten Motor von Grund auf zusammen. Jetzt auch hier, in diesem Fall war das Steffen Scheider. Grüße gehen raus, der Motor hier ist von dir. Und bei allen anderen C43-Modellen und auch bei dem hier geht dieser Motor in eine Neungang-Automatik rein und dann später über einen Allradantrieb geht die Kraft an alle vier Räder raus. Und bevor ich sie natürlich vergesse zu erwähnen, ihr seht es hier auch schon, damit wir etwas mehr Steifigkeit in den Vorderwagen reinbekommen, haben wir hier auch eine Domstrebe verbaut. Aber Steifigkeit im Vorderwagen ist wichtig, wenn man in die Kurven geht, wenn man gescheit einlenkt. Und das geht am besten mit dem Lenkrad. Deswegen schauen wir uns mal an, was sich da drin im Innenraum getan hat und hüpfen rein. So, willkommen im Innenraum des neuen C43 und natürlich, klar, das hier ist eine C-Klasse, die ein gutes Stückchen sportlicher geworden ist. Ich möchte hier mal auf die Punkte eingehen, die sich wirklich konkret verändert haben. Denn ja, das Cockpit ist sehr neu immer noch. Für mich auch jedes Mal wieder, wenn ich mich in eine C-Klasse reinsetze, erstmal ungewohnt. Aber hier sind ja wirklich nur ein paar Elemente spezifisch anders. Fangen wir beim Lenkrad an. Natürlich ein AMG-Sportlenkrad, das sich an der AMG-Line orientiert. Diese Doppelstreben kennen wir auch schon so aus der C-Klasse bislang. Aber wir haben jetzt hier diese typischen Display-Tasten, die serienmäßig sind und wir haben hier in dieser Variante optional die Seitenwangen des Lenkrads in Alcantara ausgeführt. Hinten dran relativ große Aluminium-Schaltpedals, die ganz ordentlich in der Hand liegen. Bedeutet, dass man hier schon auch genügend Kontrolle über das Getriebe haben sollte in den meisten Fahrlagen. Ansonsten Carbon-Dekor hier, wie sich das gehört für AMG. Wir haben hier beim C43 auch diese roten Ziernähte und hier einen roten Gurt beispielsweise. Und wir haben hier in diesem Modell die optionalen AMG Performance Sitze. Die werden einen kleinen Ausblick darauf geben, wo es dann beim C63 hingeht. Da werden die wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Wie gesagt, hier optional. Ansonsten bekommt man hier in der Basis die stinknormalen Sportsitze, die es auch sonst in der AMG-Line für die C-Klasse gibt. Infotainment-seitig, wir haben hier immer die größere Display-Option, die ist bereits hier serienmäßig und wir haben hier natürlich ein paar spezifische Anzeigen. Ich habe jetzt hier den Performance-Button, wenn ich da zum Beispiel drauf drücke, dann sehe ich hier natürlich, wie sich der Motor verhält, wie da gerade die Kraftverteilung ist, etc. pp. Alles ein bisschen grafisch anders gestaltet, als man das sonst bislang kannte. Und wir haben hier zum Beispiel den Fahrmodus-Schalter ersetzt durch einen AMG-Knopf. Und der macht eine Sache, die ich ganz interessant finde, denn man bekommt einen Schnellzugriff auf verschiedene Fahrzeugparameter. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, kann ich zwar die Fahrmodi auswählen, das kennen wir so schon. Ich habe Komfort, ich habe Sport Plus und ich habe Race. Aber ich kann hier direkt unterhalb mir die unterschiedlichen Sachen zusammen konfigurieren. Ich kann jetzt auch in Komfort sagen, ich möchte die Verstelldämpfung auf Sport Plus haben. Oder ich möchte die Motorkennlinie bzw. das ganze Ansprechverhalten etwas sportlich haben. Das kann ich hier alles einfach mir so hinswipen, wie ich das gerade möchte. Und das ist natürlich dann schon nochmal ein Alleinstellungsmerkmal von AMG-Modellen innerhalb der C-Klassen-Baureihe. Insgesamt, wenn wir auch nochmal aufs Thema Assistenzsysteme gehen wollen, wir bekommen hier wirklich alles, was auch normalerweise in der C-Klasse verfügbar ist. Das heißt wirklich, alle Assistenzsysteme, alle Komfortfeatures, die es sonst gibt, sind beim C43 auch weiterhin erhältlich.
So, jetzt haben wir ganz schön viel über die Limousine gesprochen, aber natürlich wird es den C43 auch als T-Modell geben. Ihr habt ihn bestimmt schon erspäht. Er war schon das ein oder andere Mal ein bisschen im Bild zu sehen. Hier im schönen Blau. Und hier sieht man auch, wie das Ganze dann aussieht, wenn kein Night-Paket verbaut ist. Denn hier haben wir dann doch noch Chromelemente am Fahrzeug. Naja, wann geht's los? Es soll Mitte des Jahres losgehen mit dem C43. Und der Preis unter 65.000 Euro wird wahrscheinlich nichts gehen. Ganz schön viel Holz, aber ihr bekommt auch schon ein ganz schön spannendes Fahrzeug. Und wer jetzt nicht unbedingt einen C63 braucht und trotzdem Lust hat auf AMG, der kann hier, glaube ich, bedenkenlos zuschlagen, denn hier bekommt man schon ein ganz, ganz gutes Gesamtpaket. Und wenn man sich mal anschaut, wie das Vorgängermodell war und den Sprung hierzu, finde ich, hat sich da auf jeden Fall was getan. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns ein Like, gebt uns ein Abonnement. Wir würden uns freuen darüber. Lob und Tadel sind immer erwünscht. Bis dahin wünsche ich euch was. Bis dann, ich verabschiede mich. Haut rein!